武器の多さなんて関係ねえ。牙の鋭い方が勝つ。それがキリングバイツだ。Was geht, Freunde der Tierlisten? Willkommen zurück in meinem Kanal zu Dragon Ball Legends. Ja, die Tierliste wurde aktualisiert schon vor ein paar Tagen. Ich dachte, jetzt sollte ich auch mal so langsam ein Video dazu machen. Interessant ist, dass die keine Erklärung mehr dafür haben, wie die genau die Fighter hier einordnen, also auf welchen Sternen. Das scheint jetzt wohl individuell zu sein. Keine Ahnung, sonst stand ja hier immer so eine Erklärung, wie die was einordnen, und das ist jetzt offenbar weg. Also ich sehe es zumindest nicht mehr. Ja, was hat sich verändert? Ich glaube, Tier Z tatsächlich gar nichts. Das war, glaube ich, letztes Mal auch schon so. Hat sich absolut gar nichts dran verändert. Auch hier hat sich nicht viel verändert, bis auf eine Sache. Guckt euch mal an, wo der Senkai Goku hingewandert ist. Und ich muss sagen, dem würde ich sogar so zustimmen. Den sieht man zwar echt selten, aber es könnte auch sein, dass es daran liegt, dass er aktuell nicht so die, ja, wirklich Fighter um sich scharen kann. Weil mit was kann man ihn großartig zusammenspielen? Dem Duo, klar. Gibt es aber dann meiner Meinung nach noch bessere Alternativen. Dann Super Saiyajin 3 Goku, also den grünen. Dann allgemein Saiyan Stuff. An sich finde ich ihn aber trotzdem gut, und ich würde ihn sonst einfach mit Bardock spielen, ehrlich gesagt, weil den auf dem Anführerplatz, dann Bardock und der Rest wie immer, würde, glaube ich, auch funktionieren, weil man hat da nicht so einen krassen gelben. So, man müsste sonst Future Gohan spielen oder sowas, und auch dann würde es nicht zu 100%, glaube ich, klappen. Aber ich finde an sich sehr guter Unit. Vor dem Tod noch mittlerweile deutlich gut nutzbar und nach dem Tod auch. Deswegen bin ich auch froh, dass ich den relativ hoch habe. Leider noch nicht ganz so hoch wie auf meinem alten Account, aber naja. Dann ist ebenfalls neu dazugekommen auf Tier 1, ist C21. Und auch dem würde ich zustimmen. Durch ihre Stat-Buffs kann sie schon einiges. Sie braucht, glaube ich, aktuell ein Team, womit sie halt gut synergieren kann. Ich denke mal C21 Blau, C18, Super 17, ja, und C21 Lila sind im Moment die, die da am spielbarsten sind. Sonst vielleicht auch noch Regen, aber Regen hat nicht so einen nützlichen grünen Tank. Deswegen, ich sagen würde, Super 17 ist da vielleicht die bessere Wahl. Und ich habe auch selber schon in manchen Kämpfen gemerkt, könnt ihr mal bei Killing Bite Sunday Live vom letzten Mal sehen, dass das Team unglaublich tanky sein kann. Und die Kombination aus C18 und ihr macht das Team auch wieder deutlich stärker. Und C17 tankt dann einfach nur noch gut. Da wir jetzt den blauen Gogeta haben, sowie auch den Duo Vegeta, der gut gegen einen grünen mal tanken kann. Also wo man einen grünen braucht, der mal gut tanken kann, so. Ist das vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Ein Ding verstehe ich allerdings nicht. Den Sparking Chill, den würde ich ehrlich gesagt nicht hier hinsetzen. Die Erklärung hierfür ist halt, dass er so ein Tech gegen Anti-Super Saiyan ist und halt eher so ein Tech-Fighter. Aber ja, ich sag mal so, ich finde ihn zwar nicht schlecht, aber für mich ist er, wenn man denn schon Lineage of Evil spielt, eher ein Bankcharakter. Und wenn mal Super Saiyan auftritt, das ist ja jetzt auch nicht ständig oder so, dann kann man ihn ins Team packen, aber sonst würde ich jetzt nicht sagen, dass man den braucht, oder? Was haltet ihr davon? Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare, würde mich interessieren. Der grüne Freezer ist auch hier, aber komischerweise hat er keine Erklärung. Kann ich schwer beurteilen, sehe ich aktuell selten im PvP. Alles andere ist aktuell super schwierig zu bewerten, weil keiner dieser Units, den habe ich jemals wieder gesehen. Den einzigen, den ich ab und an mal sehe, ist halt so ein, und ist das Kabel im Weg, so ein lila Vegeta, der kommt ab und zu mal, ab und an, wirklich selten kommt auch mal ein Broly oder ein Evo Vegeta, aber ich glaube auch Evo Vegeta ist so gut wie nie vorhanden. Der Zamasu auch eher selten, und alles andere sieht man fast gar nicht, also wirklich gar nicht. Bardock würde ich sagen, zu Recht nur Tier 2. Versteht mich nicht falsch, der ist schon stark. Aber im Verhältnis, weil der beste Vergleich ist einfach Future Gohan. Er hat halt einen massiven Nachteil. In seinem eigenen Team
ist es total Quatsch, weil wofür braucht man Endurance? Endurance braucht man in, ich sag mal, 90% der Fälle dafür, um einen Rising Rush zu tanken, in Anführungszeichen. Und das kann der erst, wenn ein Charakter tot ist, was dann ziemlich sinnfrei ist, weil entweder hat er einen Rising Rush abgekriegt oder er kriegt vorher einen Rising Rush ab und ist danach tot. Also ich sag mal, ein Saiyan-Team nicht schlecht, weil so hat man zwei Charaktere, die halt Endurance haben, so einigermaßen. Aber ich glaube, im Saiyan-Team würde ich dann entweder diesen Goku bevorzugen oder den Zenkai-Goku. Das wäre auf jeden Fall besser. Ich finde auch, Super Saiyan 3 gehört nicht unbedingt Tier 2, sondern eher unteres Tier 1. Cell, C18, alles andere würde ich schon sagen, ist gerechtfertigt hier unten. Ja, doch, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall alles so weit gerechtfertigt, finde ich. Im Black würde ich vielleicht noch ein bisschen weiter nach oben packen, wegen Endurance-Killer, irgendwo so hier so in dieses Feld. C18 könnte in naher Zukunft vielleicht wieder gut werden, aber ich muss sagen, ihr Damage-Output hat irgendwie nachgelassen gefühlt. Also die macht, also früher hat die 3-4 Angriffe gemacht und der Charakter war schon fast tot, wenn das nicht gerade ein Zenkai war. Mittlerweile, ich weiß nicht, vielleicht geht es auch nur mir so oder ich hatte nur so Gegner, ist es nicht so heftig. Ja, der Rest ist, wie gesagt, relativ leicht zu erklären. Vegetto würde ich auch nicht ins Tier Z packen. Er ist ein sehr starker Fighter und deswegen zu Recht der oberste Tier 1. Genauso wie der Gohan. Wenn man ihn halt nicht irgendwie auf sehr hohen roten Stern hat, tankt er halt leider nicht viel. Das ist der Nachteil. Zamasu auch zu Recht hier oben als einer der besten Tanks, die es gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht der grüne Kaioken-Goku, der demnächst kommt, auch irgendwo so hier oder vielleicht so hier irgendwo so reinrücken wird, weil er ähnliche Effekte hat und auch ein sehr guter Tank gegen Lila sein könnte. Und da wir im Moment nur wirklich gefährliche Lila und blaue Charaktere haben, könnte ich mir vorstellen, dass der da doch schon reinpasst. Der Super Saiyajin 2 Gohan ist auch seltener geworden, aber nach wie vor gefährlich zusammen mit dem Duo und vielleicht ein Gogeta oder whatever. Kann ja ziemlich gefährlich sein, weil man weiß halt nicht genau, wann man seinen Rising Rush einsetzen kann, weil die anderen beiden machen endlos lange Kombos und dann kann er halt doch wieder in den Rising Rush geschmissen werden. Ist halt nervig. Oob ist halt die Fusion-Variante des Endurance-Charakters, den jedes Team aktuell braucht, weil die einfach den scheiß Rising Rush nicht nerven, sei es von der Zeit, die man braucht, um die Dragon Ball zu sammeln oder auch einfach, um ihn zu überleben. Es ist so lächerlich, ne? Deswegen ist der hier drin. Super Saiyan Bardock ist, denke ich mal, nur so weit hier oben, weil andere Charaktere wie diese vier zum Beispiel von ihm profitieren oder er. Ja, Trunks nicht. Aber ansonsten diese vier oder halt Gogeta profitieren natürlich heftig von ihm. Was ich nicht verstehe ist, warum ist Freezer so weit hier oben? Weil ich meine, Freezer Army, Powerful Opponent und so weiter. Also es wird super selten gespielt. Da würde ich den Black eher da sehen als ihn. Deswegen, also ich würde ihn vielleicht ja hier so einordnen, wenn überhaupt. Weil er ist zwar stärker als der LF Rose, aber jetzt, also ich sehe ihn nie im PvP. Wirklich nie. Deswegen und Dann sehe ich ihn aber wiederum öfters als sowas hier oder als Piccolo oder sonst was. Deswegen würde ich den vielleicht noch hier irgendwo reinpacken. Und auch den Super Saiyan 4 würde ich auf jeden Fall niedriger packen. Weil auch den sieht man halt wirklich nie. Und bisher empfand ich ihn auch nicht als wirkliche Bedrohung. Da finde ich den schon wieder gefährlicher. Deswegen schwierig. C21 ist, glaube ich, auch noch etwas nach oben gestiegen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, die war vorher tiefer, weil Regen Buff und jetzt mit der verbesserten C21 Lila kann ich mir vorstellen, dass die doch schon was reißen können. Allerdings würde ich, glaube ich, wenn ich jetzt die Option hätte, dann noch irgendwie einen Zenkai Buff auf der Bank spielen. Also wenn ich ein Android-Team machen würde, würde ich halt sie, die lila eine C21, Super 17, C18 nehmen. Für die Farben alternativ für C18 würde ich noch C17 nehmen, also ihn. Weil man sieht ja, er ist hier oben, die andere ist unten. Ist wahrscheinlich auch einfach wegen dem Combo-Cut und alles geschuldet. Rot würde ich vielleicht sogar eher außen vor lassen. Aktuell haben die auch nicht
wirklich einen relevanten roten, würde ich sagen. Also auch nichts, was hier auf der Liste ist. Also mir würde jetzt spontan keiner ins Auge springen, wo ich sage, yo, den würde ich selbst auf den Anführerplatz oder so packen oder irgend sowas. Deswegen, und dann würde ich wahrscheinlich noch irgendwie eine HP-Option oder irgendwie sowas da reinpacken, einfach nur damit halt eine HP-Option da ist. Ansonsten bietet sich natürlich auch Zenkai C16 an, um Super 17 nochmal einen Zenkai-Buff zu geben. Ja. Oder was man auch alternativ machen könnte, den gelben auf dem Anführerplatz. Oder nein, nicht den gelben, sondern C21 auf den Anführerplatz und dann den Extreme Gotenks da drauf, damit halt die Buffs auch von ihm auf sie übertragen werden und gelb und grün würden dann einen heftigen Buff nochmal kriegen. Oder die C18 auf den Anführerplatz und dann den C13 oder fetten Bu als Extreme rein, dann würde C18 nochmal einen fetten Angriffsboost kriegen und die anderen beiden blau und lila auch und grün würde außen vor gelassen werden. Irgendwie so in die Richtung. Ja, viel hat sich sonst nicht verändert, ist ja auch klar, weil wie soll man das hier aktuell auch überbieten? Also das hier könnte ganz leicht verändert werden. Die müssen einfach nur die von der Liste auf C packen und Problem wäre gelöst. Weil die kriegen immer noch plus 15% zugefügter Schaden, plus 20% Defense Buff. Es macht keinen Sinn, während ein Gogeta einfach nichts bekommt und ein Gohan einfach nichts bekommt. Und ich weiß nicht, da sind noch ein paar Charaktere oder hier Super Saiyajin 3, weil der ist ja nur, der ist ja krasses Tier 2, also wer braucht da schon Buffs, ne? So. Ja, was meint ihr zu der Liste? Ist sie nachvollziehbar? Würdet ihr was anderes machen? Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Heute Abend gibt's Pokémon Legenden Arceus. Und ich hoffe, ihr seid zahlreich dabei. Würde mich freuen, auch einfach nur um zu quatschen und uns das Spiel mal einfach anzugucken. Und ansonsten gibt es Sonntag wieder, Sonntag Xenoverse und Dragon Ball Legends Live. Vielleicht schiebe ich Samstag nochmal Yu-Gi-Oh! Ein, mal gucken. Von meiner Seite aus war es das erstmal. Ich danke euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao. Hat Spaß gemacht mit dir, auch wenn unsere Zeit ziemlich kurz war. Denn jeder, der es wagt, den Frieden zu zerstören.